Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, sollte ich heute etwas neben mir stehen, das schon mal vorweg. Ich habe ganz, ganz wenig geschlafen. Wochenende war irgendwie nicht so schlafertragreich. Bitte seht mir das nicht übel. Ich gelobe Besserung. Ja, dann die nächste Sache. Wir haben hier noch die Quest voller Dankbarkeit. Geht zur blühenden Plantage. Und zwar ist diese Plantage hier unten. Jetzt muss ich mal eben schauen. Pferd ist 5. Ich würde mal auf 3 drücken. Keine Ahnung warum. Ja, und ich habe wieder zu viel in anderen Spielen gespielt. Ich merke das schon. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich bin nur hier hingeportet. Ah, die tiefste Nacht Quest angenommen. Nö, ich habe keine Quest angenommen. Ich bin hier einfach nur durchgeritten, Leute. Mehr habe ich nicht gemacht. So. Lasst mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Haut ab. Erklärt das, Carmine. Sie hatten irgendein magisches Schwert. Als ich dort ankam, hatten die Sterblichen Meister Valtan bereits getötet. Ich sagte ihm, dass Stärke allein nicht über den Sieg entscheidet. Klingt wie jemand, der selbst nicht mächtig genug ist. Was? Bedeutet das also, wir müssen den Plan ändern, den von Kazaros? Nichts hat sich geändert. Vor langer Zeit löste sich das Licht vom Chaos und schmiedete sein eigenes Schicksal. Die Gier, die er das Licht lernte, zerstört das Gleichgewicht des Kosmos. Die Welt der Dunkelheit begann zu wackeln. Diese Kreaturen verdienen das Licht nicht. Ich weige es. Werde Meister Caesarus ein würdiges Opfer bereiten. Ich reise nach Rohendel. Ich habe dort noch etwas zu erledigen. Ich schätze, ich statte Valtans Bezwinger einen Besuch ab. Es wäre mir eine Ehre, euch dorthin zu geleiten, Meister Kakul Seiden. Meine Champions des Chaos. Wir stellen das Gleichgewicht der Schöpfung wieder her. Jetzt bezahlen Sie den Preis. Herrlich. Ganz ehrlich, ich habe mich gerade so ein bisschen nach Sailor Moon versetzt. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne. Ich liebe Sailor Moon. Ich habe es damals alles geguckt, alle 200 Folgen, plus die Filme, die noch dabei waren. Okay, wir haben jetzt hier ein komplett neues Gebiet mit einem Triporter, wo wir dann auch nochmal hingehen sollten. Und Plantagengärtner Filch sollten wir dann auch nochmal besuchen. Okay. Also das, was ich wirklich am... Was ist das denn? Sperrgebiet? Erkundige dich bei Krämer Walsch über die Situation. Ach, das ist wieder so ein kurzfristiges Ding. Nee, das wollen wir doch gar nicht machen. Das wollen wir doch gar nicht machen. Wir wollen noch die Quest machen, Leute. Nervt mich doch nicht immer mit irgendwelchen scheiß kurzfristigen Event-Dingern da. So. Außerdem scheint es ja auch kein so besonders tolles Sperrgebiet zu sein. Ich konnte einfach hier durchreiten. Wo habe ich meine Schlüssel gelassen? Ich bin sicher, ich ließ sie im Astloch eines Obstbaums. Oh je. Ah, wer bist du? Was hat ein Adliger an so einem bescheidenen Ort verloren? Bist du wegen der Heretiker hier? Seine Majestät hat Soldaten und einen sehr fähigen Priester entsandt, die geholfen haben, die Stabilität im Obstgarten wiederherzustellen. Der Priester ist beim Gasthof und kümmert sich um die Dorfbewohner und verwundeten Soldaten, die Opfer der Heretiker wurden.
Um ihm zu danken, möchten wir ihm ein paar reife Birnen geben. Würdest du sie wohl zu ihm bringen? Klar. Bitte, richte Shandy meinen Dank aus. Ja, kein Thema. Und da wird man direkt angegriffen. Das ist nicht gut. Moment, hier, das sieht gut aus. Da wird man auch direkt angegriffen. Hallöchen. Ja, ich habe vergessen, welche Tasten wir drücken können. So, zwei müssen wir finden, okay. Lalalalalalalala, da ist noch einer. Sehr schön, wo müssen wir hin? Natürlich wieder durch dieses Kack-Event oder was ist das? Also diese Boss-Dinger hier. Oh, das regt mich so auf, ganz ehrlich. Ey, hallo? Genau, das einmal, sehr schön. Und dann, ich guck gerade, ach so, das soll ein Boss sein. Ach so, Gasthaus Scene. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas steht hier doch noch. Es ist ein von Nahun erbautes und nach dem Sternboten Scene benanntes Gasthaus. Triff Amel und sprich mit ihm. Ja, das war ja eigentlich, ich will eigentlich nicht reisen, ich wollte nur da rein. Niemals. Danke, Lady Seria. Jetzt, da Pater Amel da ist, wird es euch schon bald besser gehen. Okay. Also, trifft die Gäste beim Gasthaus Scene. Das ist doch das hier, oder nicht? Und die Sache mit Amel. Aber die Gäste sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du bist angekommen. Ja. Die Heretiker scheinen sich während der Herrschaft der Regenten in ganz Ost-Lutera ausgebreitet zu haben. Wir beschützen zwar einige der Dorfbewohner vor ihnen, aber wir haben noch nicht herausgefunden, was sie überhaupt beeinflusst hat. Die Priesterin, die vor uns hier ankam, kümmert sich gerade um die Bewohner. Bitte statte ihr einen Besuch ab. Sie hat alle Details für dich. Okay. Ah, das sind vermutlich jetzt die Gäste hier, oder? Rot! So wunderschön! Also erstens, nein, es sind nicht die Gäste. Und zweitens, ich glaube, die Alte ist total durchgeknallt. Nur das Chaos wird uns retten. Okay, zu viel beim verrückten Gott in Teso geschnuppert oder so? Delirium! Chaos! Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, einfach mal verrückt Hallo. Werden. Oh, du bist es. Pater Amel hat schon viel von dir erzählt. Ich bin Seria, eine Priesterin von Regulus. Ich war gerade auf Pilgerreise in Richtung Sacria, als ich plötzlich eine unverheißende Aura gespürt habe, die von hier ausging. Also kam ich hierher. Ich habe keine Ahnung, warum die Dorfbewohner so geworden sind. Es scheint jedenfalls nicht an irgendwelchen Zaubern oder Tränken zu liegen. Was weitere Auffälligkeiten angeht... Nun, ich habe gerade ein paar seltsame Leute gesehen. Ich rede von Joses, die man in Retramis selten sieht. Vielleicht haben sie ja etwas mit alledem zu tun. Oh, da sind sie ja. Wo ist da? Da ist da unten, okay. Hey, du! Kennen wir uns? Ah, die beiden! Du siehst ziemlich stark aus. Komm, beweis deine Fähigkeiten gegen Sinnerwell den Großen. Och nö. Also, ja, was wäre jetzt besser? Ich meine, annehmen, ich kann ihm das natürlich beweisen.
Aber es kann natürlich sein, ja, dass das halt nicht so toll ist oder so. Ich kann auch ablehnen. Dann denke ich natürlich mit dem Köpfchen, also so verstehe ich jetzt diese Sachen hier. Da bin ich eher so wütend und da lehne ich ab und denke mit dem Köpfchen. Vielleicht sagt er, oh ja, deine Stärke ist so groß, dass du es nicht unter Beweis stellen musst. Ich mache mal einfach ablehnen. Mich würde jetzt mal interessieren, was dann passiert. Nix. Du bist ein Spielverderber. Oder vielleicht hast du bloß Angst. Ja, war klar, dass so ein dummer Spruch kommt. Wofür war das denn? Werd gefälligst endlich erwachsen. Jetzt tritt beiseite und lass die Erwachsenen reden. Ein kleiner Yoda. Ich bin erwachsen. Wie unreif sie noch ist. Ein richtiger kleiner Yoda. Hast du jemals einen so nutzlosen Schüler gesehen? Der gefällt mir. Das ist cool. Aber wieso steht hier unten eigentlich noch die Eins drin? Mit denen hat das so... Glauben? Das ist Chandi, der Sternenbote. Ich hatte vergessen, wie klein die Jungs sind. Ja, keine Ahnung, warum jetzt da unten noch die Eins steht. Ich spreche mal mit ihm. Du kommst mir bekannt vor. Wie kennen wir uns? Das hohe Alter hat meinem Gedächtnis ganz schön zugesetzt. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Ob ich irgendwas über die Veränderungen im Dorf weiß? Das tue ich in der Tat. Aber wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, ist das nichts für einen Jungspund wie dich. Wir haben unsere Untersuchung fast beendet. Mensch, du Klein, was machst du noch hier? Ich habe dir doch gesagt, dass du schnell zur Plantage sollst. Du untersuchst das Gebiet hier ebenfalls. Lass es lieber bleiben, das ist gesünder für dich. Aber wenn du unbedingt helfen willst, dann schau mal, ob diese alte Hexe Morpheo drüben bei der Dalian-Plantage Hilfe braucht. Wenn sie Schwierigkeiten hat, sag ihr, die Lumi-Sekten werden helfen. Lumi-Sekten, hat das jetzt was mit Insekten zu tun oder mit einer Sekte? Also irgendwie, der will auch nicht ganz raus hier. So, schieß mich doch nicht an. Ich wollte dich doch gar nicht erschrecken. Ich wollte doch nur erstmal gucken, wo wir hin müssen. Dahin müssen wir, okay. Moment, Sternenbote Shanti. Moment. Gehe zur Morpheo. Das ist wahrscheinlich das mit der Hexe, nehme ich mal an, ne? Verseuchter Garten. Ich würde aber gerne vorher noch mit ihm sprechen. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Quests, die wir theoretisch machen können. Ich nehme jetzt mal einfach alle an. Ich weiß, das ist immer so ein kleines Kuddelmuddel, aber meistens kann man sie ja doch am gleichen Ort irgendwo dann abschließen. Hast du schon vom Gasthaus Jenen gehört? Ich gehe dort oft mit einem alten Freund von mir hin. Wie du vielleicht gesehen hast, ist es mehr sowas wie eine Obstplantage. Und weißt du, wofür sie bekannt ist? Natürlich für wohlriechenden Obstwein. Ich bin sicher, diese Hexe Morpheo irgendwo ein paar Krüge davon versteckt hat. Ja. Dann nicht alle Heretiker sind böse. Sie waren eine Quelle der Hoffnung für all jene, die verzweifelt waren. Genau, ich war auch Heretiker. Also bei Final Fantasy zumindest. Achso, ich muss nur eins machen. Wir sprechen mit dir noch nicht, sondern... Wir geben das noch kurz ab, ne? Willst du einen Schluck? Ach komm schon, du steckst eh schon in der Sache drin, ob du nun etwas trinkst oder nicht. So sieht's leider aus. Also, dieser Obstwein ist in ganz Ost-Lutera als Delikatesse bekannt. Pfui, was zum... Ist das etwa Sojasauce? Morpheo, diese alte Hexe... Ja, ich schätze, sie wollte nicht, dass Diebe ihr die Sachen klauen, nehme ich mal an. Oh, wirkte ich ein wenig nervös? Haha, ich bin einfach nur wegen der Gasthausarbeit völlig neben der Spur. ich habe die Aufgabe von Madame Morpheo völlig vergessen. Oh je, es ist schon wieder passiert. Du weißt nicht, wer Madame Morpheo ist? Ich verstehe.
Ja, verstehe schon. Wenn das so ist, würde es dir vielleicht etwas ausmachen, ihr die Kräuter zu bringen, die ich ihr eigentlich bringen sollte? Da sie dieses Gasthaus und die Plantage beaufsichtigt, kannst du auch gleich Hallo sagen. Wenn ich zu spät mit den Kräutern aufkreuze, wird sie mit sich vermutlich bei lebendigem Leibe häuten. Bildlich gesprochen natürlich. In jedem Fall rettest du ein Leben. Ich bitte dich. Die verrückte Kräuterkundige der Plantage. Das hört sich doch nett an. Da sind wir doch zu Hause. So, ich würde sagen, wir reiten erstmal oben rum. Nicht alle Heretiker sind böse. Ja, ja, das haben wir gerade auch schon gehört. So, Hallöchen, Hallöchen. Da kommen irgendwelche komischen Viecher. Hier ist irgendwas. Das macht doch gar keinen Spaß. Ach so, das sind schon alle Kräuter, okay. Ach, dann hätte ich ja unten rumgekonnt. Na toll. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Boah, die Viecher werden irgendwie auch immer ekliger, die hier rumlaufen, ne? Oh, Shandy, du alter Narr! Entschuldige, Gänse. Moment, ich muss erstmal die Quest hier vorne abgeben. Entschuldigung. Entschuldige mal bitte. Stopp, bleib genau da stehen. Ha, hältst du da etwa Kräuter in der Hand? Bist du die Person, die Martin auf Wunsch der Madame schicken sollte? Hast du die Kräuter dabei, die eigentlich Martin bringen sollte? Ach, das kann nicht wahr sein. Madame Orfeo ist gerade ganz schön entzürnt. Wenn sie mitbekommt, dass die Kräuter so spät kamen, bucht sie dir eine Reise in Richtung Unterwelt. Ohne... Gib sie einfach mir her. Ich stelle sie ihr im richtigen Moment unbemerkt auf ihren Arbeitstisch. Das ist ja nett. Achso, hast du im Gasthof zufällig Nepp gesehen? Sie ist wirklich reizend. Sie ist ebenso clever wie anständig. Und als ich sah, wie stark sie ist, musste ich sie einfach anheuern. Vor allem, da sie ihre einzige Schwester vor so vielen Jahren verloren hat. Sie besucht Rias Grab so oft wie möglich und bringt immer Blumen mit. Ich habe gehört, dass Ria Kamelien liebte. Wenn ich Nepp ein paar besorgen könnte, hätte sie vielleicht Freude damit. Oh Gott, ich habe viel zu wenig Schlaf bekommen. Ich kann auch nicht mal mehr hier lesen. Ja, dann würde ich eigentlich sagen... Besiege verdrehte Kamelien und sammle Kamelien. What? Okay, da gehen wir mal kurz gucken. Was zur Hölle sind verdrehte Kamelien? Hallo? Kannst du mal runtergehen? Mein Freund. Das eigentlich bist du nicht mein Freund. Ha! Irgendwas habe ich an mich gebunden. Ich konnte es jetzt aber nicht mal ganz lesen. Okay, der war jetzt irgendwie eklig zu spielen. Also. Ja. Achso, mit dem muss ich wieder reden. Edle Ritterin, das ist eine Kamelie. Sie waren Rias Lieblingsblumen. Ach, das wird Nepp so glücklich machen. Auch wenn Ria nicht mehr bei uns ist, freut sie sich bestimmt darüber. Ja, kein Thema. Ich helfe immer gern. So, was haben wir jetzt hier mit der Hexe? Du verdammter alter Narr. Was soll ich denn nur tun? Er hat meine kostbaren medizinischen Zutaten für seinen dummen Obstgarten vergeudet. Ich bin ohnehin schon genervt von den Priestern, die immer wieder die Krankenreviere betreten und verlassen. Wer bist du überhaupt? Oh, Shanti hat dich geschickt? Nimmst du mich auf den Arm? Er glaubt nicht, dass ich gut genug bin, diesen Garten zu säubern? Lächerlich. Ich habe bloß nicht alle nötigen Zutaten, war ja wieder klar. Oh, da kommt mir eine Idee. Warum hilfst du nicht aus, indem du alle Zutaten findest, die ich noch brauche? Das würde ich wirklich zu schätzen wissen. Ja, war klar. Wie verrate Morfeo die Zutaten, hä?
Sag ihr, dass Shanti von Lumisekten sprach. Was? Lumisekt? Nein, Lumisekten. Sowas wie Insekten. So wahrscheinlich leuchtende Insekten oder sowas. Wenn du es wusstest, warum hast du nichts gesagt? Hab ich doch gerade. Lumisekten. Es sind Lumisekten. Jetzt wirf die übrigen Zutaten in den Kessel. Wenn ihr mir jetzt sagt, wo der Kessel ist. Moment, der Kessel. Das müsste eigentlich der Kessel sein. Ach nee. Ich muss ja noch Zutaten holen. Wie soll ich die denn in den Kessel reinmachen, wenn ich die doch holen muss? Sind die doof? Moment, wir brauchen Dahlianschalen und Lumisekten. Das seid ihr wahrscheinlich. Ja, das seid ihr. Okay. Tasten erstmal suchen wieder. So, ihr seid Lumisekten. Da haben wir alle von. Und ihr seid verdrehte Dahlian-Viecher irgendwie. Das wäre aber schön, wenn man euch auch treffen könnte. Also. Hallo? Man da auch irgendwie rein? Fünf Stück muss ich von denen töten. Ich habe einen Lagerschlüssel gefunden. Cool. Es wäre aber schön gewesen, wenn du auch mitgekommen wärst. Hallo? Was soll ich denn da? Muss ich jetzt hier komplett rumlaufen oder was? Wollt ihr mich verappeln? Bist du tot? Ja, du bist tot. Aber du gehörst nicht dazu, oder was? Hä? Gehört ihr noch dazu? Nee, ihr seid Lumisekten. Ihr seid auch wieder Lumisekten. Verdrehter Dahlienbaum. Ach, die... Nee, verdrehtes Dahlien. Hä? Egal, ich feuer nochmal drauf. Kommt nochmal ein Stückchen hier runter, damit ich mit euch jetzt nicht hier in die nächsten reinlaufe. So, haben wir das jetzt. Okay. Dann suchen wir den Kessel wieder. Moment, Moment. Das müssen wir auf jeden Fall... Ja, hallo. Dann mach es doch einfach. Och, ich weiß nicht, warum das jetzt wieder nicht funktioniert. Leute, ernsthaft. Dann mach es halt nicht, Vollidiot. So. So, bringe Morpheo das Gegengift. Und, bist du fertig? Dann Jupp. Bring es her. Ja, mit den Händen bist du schon recht geschickt. Jetzt müssen wir nur noch die Plantage damit reinigen. Warte mal, etwas ist seltsam. Wer bist du? Ich erinnere mich, dass der Assistent des alten Mannes ein lauter Idiot war. Er hat den Fluss überquert, sagst du? Hat der Narr den Verstand verloren? Nur wegen dieses Ortes stecken wir überhaupt in diesen Schlamassel. Nimm dies und eile dorthin. Verabreiche diesen Vollidioten einen Löffel. Ja, ich glaube, die ist im Moment echt nicht so gut zu sprechen auf irgendetwas. Dann laufen wir da mal schnell hin. Stecken dem Typen einfach mal einen Löffel in den Rachen und dann hauen wir wieder ab. Hi. Sonst hast du keine Probleme, ja? Ach ja, ich bin der großartige Zinnerwell. Ich bitte um Applaus. Nö. Bäh, ah, was ist das? Wie eklig! Wie, was? Wo sind all die anderen? Und was hast du hier zu suchen? Ich bin hier, um nachzusehen, wie der alte Mann mich bat. Warte. Du willst wissen, was hier vorgefallen ist? Tja,
Ich weihe dich in das Geheimnis ein, das ich jenseits des Flusses erfahren habe. Hier, schau mit diesem Fernrohr auf die andere Seite. Okay. Achso, das da. Was sind das hier für Viecher? Auf jeden Fall ist ein Zirkus in der Stadt. Siehst du was? Warum sind Clowns auf so einem ruhigen Waldweg? Jetzt habe ich mich auch gerade schon gefragt. Ich wittere den vertrauten Geruch von Dämonen. Ich habe gerade eben richtig cool ausgesehen, oder? Jedenfalls werde ich ihr Tun noch etwas länger beobachten. Gehe du vor und berichte dem alten Mann. Welchem alten Mann? Sag dem alten Mann, dass ich es war, der sie entdeckt hat. Klar. Achso, berichte Shanti. Achso. Gut, so als alten Mann hätte ich ihn jetzt nicht eingestuft. Das ist ja eher so ein, keine Ahnung, was für ein Wesen, ne? Gut. Mir wäre es auch ganz lieb, ehrlich gesagt, wenn das nach dem Bericht erstmal einen kleinen Cut geben könnte, weil wir nämlich gleich an einer halben Stunde dran sind. Und... Blinder Gehorsam kann gefährlich sein. Sie hinterließen nur ein paar Birnen? Wenigstens sind sie lecker. Oh, du bist zurück. Eine Bande von Clowns jenseits des Flusses, was? Clowns an einem Ort wie diesen und dann dieser vertraute Geruch. Das erinnert mich an jemanden. Oh, dein Priesterfreund ist zum Dorf gegangen, um die Verschleppten zu retten. Warum gehst du ihm nicht helfen? Weil ich raus wollte. Kann gefährlich sein. Ich weiß. Einige Menschen finden Trost in ihrem Glauben. Sprich mit Amel in der Hütte. Ja. wir haben auch noch eine andere Quest, die wir jetzt noch zwischendurch machen sollten. Ich würde gerne, wie gesagt, diese Folge hier beenden, aber ich warte immer so auf den perfekten Cut und den findet man dann meistens nicht, wenn man ihn gerade braucht. Hier ist auch überall Kupfererz und nichts kann man hier abbauen. Das ist doch scheiße. Auch wenn die Dinge hier nicht so rosig sind, geht es, denke ich, im Dorf Daya noch übler zu. Hast du schon gehört? Ihr Dorf wurde komplett verwüstet. Hallo? Mich veräppeln oder was? Ich hoffe, ich senke den Typen jetzt nicht an. Achso, ich drücke wieder die Einzelnen statt Q. Das nächste Mal lässt du zwei Erwachsene miteinander sprechen und die Leute ausreden. So. So, das hatten wir schon. Ihr Dorf wurde komplett verwüstet. Diese Heretiker haben den Bogen endgültig überspannt. Die Dorfbewohner im Gasthaus sind auch gerade ausgerannt. Gerade rausgerannt. Oje, oje. Ich höre sogar die bellenden Hunde im Wald. Klingt, als würden sie den Flüchtenden hinterherrennen. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und tatenlos zusehen, nicht wahr? Ich bin sicher, dass Waldhüter Aurik ihnen bei der Evakuierung geholfen hat. Immerhin ist er ein netter Kerl. Aber was, wenn diese Hunde nicht aufhören, sie zu jagen? Oh, ich glaube, ich hatte gerade eine tolle Idee. Wenn du mir hilfst, können wir Aurik vielleicht ein wenig unterstützen. Nein! Sammle die von Semus erbetenen Zutaten, Krähenfleisch und so weiter und so fort. Ja, also, ja, ich weiß, dass ich jetzt wieder schieße. Es tut mir leid, aber wir sind jetzt wirklich schon an einer halben Stunde dran. Und wenn ich das noch mache, weiß ich nicht, ob wir nicht wieder 20.000 Folgequests bekommen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Dann helfen wir den armen Leuten und Semus in der nächsten Folge und werden dann auch in der nächsten Folge natürlich mit Amel sprechen. Bis dann. Ciao.